Fuchsfrau Finjas Waldärgernis. Im dichten Grün des Waldes lebte Finja. Finja war ein schlauer Fuchs mit flammendrotem Fell und sie war oft irritiert. Die Vögel sangen zu laut, fand sie. »Warum könnt ihr nicht leiser sein?« murrte sie täglich. Doch die Vögel ignorierten sie. Die anderen Waldbewohner mieden Finja. Ihre ständige Unruhe verbreitete Unbehagen. Allein streifte sie durch die Bäume. Eines Tages geschah es. Ein junger Hase verirrte sich in ihr Revier. »Oh nein, schon wieder Störung«, knurrte Finja. Der Hase hüpfte ängstlich hin und her. »Bitte, Frau Fuchs, ich bin verloren«, piepste er. Finja rollte mit den Augen. »Ist mein Tag heute zur Rettung bestimmt?«, seufzte sie. Doch tief im Innern spürte sie Mitleid für den kleinen Hasen. Sie führte den Hasen zum Waldesrand. »Dort entlang findest du deinen Bau«, sagte sie weich. Der Hase blickte dankbar auf. Auf dem Rückweg fühlte Finja etwas Neues. Eine warme Welle ersetzte die Kälte der Irritation. Sie lächelte leicht. Von diesem Tag an meckerte Finja weniger. Sie hörte den Gesang und fand Freude darin. Der Wald schien heller. Finja wurde neugierig auf die anderen Tiere. Sie wunderte sich, wie es wäre, Freunde zu haben. Ihr Herz wurde leichter. Mit der Zeit verlor die Irritation ihren Griff. Freude und Gemeinschaft füllten Finjas Tag. Der Wald lebte auf. Die Vögel sangen weiter. Aber jetzt tanzte Finja mit. Ihre Füße bewegten sich im Rhythmus. »Ihr seid doch ziemlich gut«, lachte sie. Jetzt herunterladen und jeden Tag neue Geschichten entdecken.